Deutschlandfunk, Sternzeit. 13. März. Lubosch Kohoutek, der Prager Frühling und ein Komet. In den 60er Jahren war der tschechische Astronom Lubosch Kohoutek oft zu Gast an der Hamburger Sternwarte. Nach der Niederschlagung der Demokratiebewegung des Prager Frühlings entschied er sich, dauerhaft in Deutschland zu leben. Für seine Beobachtungen nutzte er den großen Hamburger Schmidt-Spiegel, ein Weitwinkelteleskop, mit dem sich auch die Spektren der Himmelsobjekte aufnehmen ließen. Zudem reiste er viel zu Sternwarten in Spanien und Chile. Kohoutek erforschte vor allem planetarische Nebel, die Endstadien sonnenähnlicher Sterne. Gemeinsam mit seinem Doktorvater Lubosch Perek erstellte er den umfassendsten Katalog dieser Objekte. Bis heute tragen viele planetarische Nebel PK-Bezeichnungen. Für Perek Kohoutek. Als Beifang auf seinen Fotoplatten entdeckte Lubosch Kohoutek Dutzende Asteroiden und einige Kometen. Darunter das weltbekannte Objekt, das Ende 1973 am Himmel stand. Das monatelange Aufsehen um diesen vermeintlichen Jahrhundertkometen zog Lubosch Kohoutek, der ebenso zurückhaltend wie bescheiden war, ins Rampenlicht der Öffentlichkeit. Er nahm es mit Humor. In seinem Büro hing lange die Titelseite eines Boulevardblatts mit der riesigen Schlagzeile »Keine Angst vor Kohoutek«. Nach seiner Pensionierung beschäftigte sich der Astronom mit dem Umweltschutz und der Bekämpfung des Klimawandels. Lubosch Kohoutek ist Ende letzten Jahres im Alter von fast 89 Jahren gestorben. Sein Grab befindet sich auf dem Bergedorfer Friedhof, genau neben der Hamburger Sternwarte.